Also, hallo liebe Eltern und hallo liebe Corona-leidgeprüften Mitmenschen, Mitbürger, wie auch immer. Es ist an der Zeit, wie gesagt, die Medien oder beziehungsweise die Behörden haben ja nur festgelegt, wir dürfen ab Montag wieder öffnen und das Schuhwidu macht es auch. Ja, wir freuen uns da schon riesig drauf. Sieht zwar leicht chaotisch aus jetzt momentan bei uns im Geschäft, aber wir kriegen das schon wieder hin. Und damit wäre natürlich auch jetzt sozusagen die Zeit unserer Probieraktionen mit unseren wundervoll angekommenen Tüten wäre dann sozusagen auch so leicht beendet. Natürlich, wer immer wieder gerne darauf zurückkommen möchte, darf das natürlich gerne machen. Es ist zwar ein Mehraufwand für uns alle damit verbunden, aber ich sag mal gerade, wer sich das dann lieber ersparen möchte und das lieber zu Hause probiert mit dem Kind, wenn es Lust und Laune hat, der kann natürlich immer wieder gerne darauf zurückkommen. Überhaupt kein Thema. Ja? Ihr seht, also so schön haben wir das gemacht und wir hatten auch zu tun. Ich muss natürlich sagen, danke, danke, danke. Dass es die Joshuas, die Bastis, die Emmas, die Tabeas und die Samiras alles gab, die alle neue Schuhe brauchten und die sich natürlich bei uns in der Zwischenzeit dank unserer Probierpakete wunderbar eingedeckt haben. Vorteil war natürlich auch, Kurzarbeit mussten wir gar nicht erst mal einführen. Wir hatten so viel zu tun, da hätten wir auch noch ein paar Überstunden schrubben können. Und demzufolge, die Mädels waren heilfroh, dass sie das also mit euch zusammen machen oder für euch zusammen machen konnten. Die Mädels, damit wäre schon wieder das nächste Stichwort gegeben. Ich habe es ja immer mit unter die E-Mail geschrieben, die Frau Nowak und das ganze Schuhwidu-Team, das wäre jetzt mal wahrscheinlich an der Zeit, mal vorzustellen. Und da wäre zum einen unsere Frau Raki Weiß, die also auch mit dem Schuhmobil dann teilweise unterwegs gewesen ist in diesen Tagen. Und ganz tolle Unterstützung war zum Beispiel auch die Frau Klaus. Das ist jetzt unsere neue Mitarbeiterin seit November letzten Jahres. Und wir sind sozusagen das Dreamteam und wenn jetzt dann auch noch unser IT-Mensch mal ins Bild kommt, dann seht ihr praktisch den Mann aus dem Hintergrund. So, ne? So, das ist also das ganze Schuhwidu-Team. Wir haben das hier gemanagt und gemacht mit Liebe, mit Bedacht, mit ein bisschen Zank, mit ein bisschen Streit, wenn es um die Größen ging, wie auch immer. Aber wir haben es hingekriegt und dafür ganz, 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 ganz lieben Dank vom gesamten Team. Bis zum Montag, dann natürlich alle bloß einzeln bitte reinkommen. Ihr wisst, wie die Bestimmungen sind, also da gibt es dann auch noch Auflagen dafür. Nicht alle gleich geballt kommen, vorher anrufen. Wie gesagt, wir sind ja auch gerne für euch länger oder früher da. Kommt einfach rum, ruft an, gebt Bescheid und wir machen das. Wir kriegen das schon hin, wir haben jetzt die Zeit rumgekriegt, dann kriegen wir das andere auch noch hin. Also, bis zum nächsten Mal im Schuhwidu, sagt das gesamte Team. Und sagt Tschüssi.